Auf ein brisantes Thema warfen die Zuhörer von Christian Riawan ihr Augenmerk beim Infoabend des kirchlichen Entwicklungsdienstes. Im weit entfernten Kreuzkirchhof in Hannover stellte der Indonesier am Beispiel seines Heimatlandes das Problem des Landgrabbings vor, was er so definiert. Ist der Erwerb, sei es rechtmäßig oder unrechtmäßige Pacht- oder Kauf großer Landflächen durch nationale oder internationale Investoren, der zur Einschränkung bislang gültiger traditioneller Zugangs- und Nutzungsrechte führen und negative Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit der heimischen Bevölkerung haben kann. Ausländische Investoren nutzen erworbene Ländereien, um Palmöl anzubauen, aus dem Margarine, Back- und Süßwaren produziert werden. Auch in der Kosmetik- und Kraftstoffherstellung wird auf den Rohstoff zurückgegriffen, dessen größter Exporteur seit 2005 Indonesien ist. Wann man von geraubtem Land sprechen kann, weiß Riawan, der es diesen Sommer die ferne Heimat für Recherchen besucht hat, genau. Viele sagen auch, dass Landgrabbing schon da anfängt, wenn man über 1000 Hektar schon kauft. Einige Organisationen sagen auch, dass es erst ab 10.000 Hektar geschieht. Aber sei es 10.000 oder 1000, bei mir fangen auch schon bei 2 Hektar schon an, also bei 3 Hektar. Das kann, glaube ich, kein normaler Indonesier leisten, so einen großen Maßstab zu kaufen. Der Landraub zieht zahlreiche Konsequenzen mit sich. Win-Win-Situation gibt es nicht in Indonesien oder auf Sumatra, genau gesagt. Großer Gewinner oder klarer Gewinner ist einfach große Unternehmen, die dort investieren. Ja, Verlierer sind einfach die Kleinbauern oder auch Fischer, eigentlich, die nichts damit zu tun haben. Nicht zu vergessen, auf der Verliererseite ist die Umwelt. Zur Anlegung von Plantagen werden große Teile der indonesischen Torfwälder gerodet, in denen 10-mal mehr CO2 gebunden wird als in jedem anderen Regenwald. Natürlich ist Riawans Vortrag auch eine Art Hilfeschrei. Er möchte das Thema Landgrabbing in die Öffentlichkeit tragen und diese motivieren, ganz einfach selbst aktiv zu werden. Was man tun kann? Informieren, sprich auch im Internet gibt es auch mehrere Seiten. Verbraucherzentrale kann man auch nochmal ansprechen oder auch googeln oder anschauen. Robinwood.de. Ja, aber ansonsten individuell würde ich mal zum fair gehandelten Produkte nochmal greifen. Oder wenn das nicht reicht, politisch Aktionen gibt es auch genügend, kann man im Internet unterschreiben oder auch Postkarten unterschreiben oder anfordern. Die Gäste des Infoabends schritten mit aufgebrachten Fragen und lebhaften Diskussionen sogleich zur Tat. Mehr zum Thema Landraub, auch in afrikanischen oder osteuropäischen Gebieten, erfahren Sie unter robinwood.de und farmlandgrab.org.